Hi Ladies! Dörte hat mich gebeten, für Sie ein außergewöhnliches Outfit zusammenzustellen für Ihren Abiball. Und wie ihr seht, habe ich etwas wirklich Besonderes gefunden. Doch bevor ich auf die Details eingehe, noch der Hinweis, wenn ihr die Bilder groß sehen wollt und ihr zu gehörigen Deals und Sales, dann klickt hier einfach drauf oder unterhalb vom Video findet ihr auch nochmal alle Details und Sales dazu, damit ihr nichts verpasst. Dörte ist schon wirklich etwas Besonderes und genauso soll ihr Outfit auch aussehen. Und dazu habe ich ja hier ein Kleid herausgesucht, was schon beim ersten Hinblick, man denkt so, wow, interessant. Und damit wird sich mal alleine bei den Frauen und bei den Männern im Mittelpunkt stehen. Und wie ihr seht, dieses Kleid ist in zwei Teile eingekleidet. Einmal quasi der Top-Teil und der Rockteil. Besteht beides aus einem ähnlichen Material. Und das Geniale ist, an den Seiten in den Taillenbereich ist links und rechts ein Ausschnitt gefertigt, dass der Bauch ein bisschen rausblitzen kann, dass man ein bisschen was erahnen kann und ein bisschen was zeigt, ein bisschen leicht so verspielt ist, und das macht es natürlich ein bisschen interessant. Aber auf der anderen Seite obenrum ein bisschen adrett geschnitten das Kleid, unten im Rockteil wieder schön verspielt, luftig locker, dass das schön sich bewegt beim Tanzen und beim Gehen. Also es ist sehr raffiniert geschnitten, dieses Kleid, und das macht es wirklich zu etwas Außergewöhnlichem und für Dörte genau das Besondere, denn darin wird sie wunderbar aussehen und die Männer werden wirklich, weil sie auffällt, zu ihr kommen und sie zum Tanzen auffordern, denn darum geht es ja auf einer Abiball, Party zu machen, zu tanzen und Spaß zu haben. Und damit Dörte ewig bis in die Morgenstunden Spaß haben kann und tanzen, ist es natürlich wichtig, auch ein sehr gutes Schuhwerk zu haben. Und da habe ich ja hier einen wunderschönen Ballerina-Schuh rausgesucht, der sehr luftig, locker zu tragen ist und natürlich bequem. Keinesfalls ein High-Heel, außer ihr habt eine große Handtasche dabei, wo ihr, sage ich mal, zwei Paar Schuhe mitnehmen könnt. Einmal vielleicht so ein paar Ballerinas und die High-Heels. Man nennt sie dann auch natürlich gerne die Sitzschuhe und dann das als Tanzschuh. Aber grundsätzlich würde ich so einen Schuh empfehlen, weil A, sie sind bequem, luftig, man schwitzt nicht so schnell drin und es passt einfach zum Kleid, weil sich das in den Top-Teil widerspiegelt. Auch von diesem Muster her im Stoff zu diesem Schuh. Perfekt, wie für das Kleid gemacht. Und damit werdet ihr wirklich Spaß haben und wie gesagt, genial. Und Tasche, wenn ihr zwei Schuhe mitnehmen wollt, dann muss natürlich auch eine Tasche her, die A, gut aussieht und genug reinpasst. Und da habe ich ihr hier eine Tasche rausgesucht, die in weiß Leder gehalten ist und ein bisschen verspielt mit Ketten und einem Butterfly vorne drauf. Und diese Tasche ist gerade so groß genug, um vielleicht doch ein zweites Paar Schuhe mitzunehmen oder für die ganzen anderen Utensilien, die man halt so braucht, um eine Party zu überstehen. Und das macht das Ganze schon wirklich so ein Outfit, was genial aussieht. Ich liebe es einfach. Doch hier fehlt noch etwas, denn das i-Pünktchen, und es soll ja wirklich auch außergewöhnlich sein. Gut, bis hierhin ist es schon außergewöhnlich, aber ich finde, das i-Pünktchen sollte das Ganze nochmal toppen. Und da würde ich ihr hier eine Kette empfehlen, die doch sehr besonders ist, denn sie hat eine Machart wie kleine Kristalle aus Metall. Und wenn das dann, sage ich mal, auf diesem Weiß oben drauf liegt, spiegelt das Ganze nochmal diese Raffinesse wieder und das Radellische von doch so einer jungen Frau. Und das macht dann auch wirklich richtig Spaß, zu einem Ball sowas zu tragen. Und ich denke, damit wird Dörte wirklich außergewöhnlich sein, auffallen und eine Nacht erleben, die sie nie mehr im Leben vergisst. Und darum geht's. Und wenn ihr, wie Dörte, ein Outfit genau auf euch zugeschnitten haben wollt, dann schreibt mir unten in die Kommentare so genau wie möglich, wohin ihr geht, wie ihr ausseht, und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein schönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich hier oben auf mein Logo einfach abonnieren und verpasst in Zukunft kein Video, kein Outfit und die dazugehörigen Deals nicht. Ist das ein Deal?